Unsere Vorfahren haben sich gegenseitig aufgegessen und Forschungsteams weltweit rätseln schon seit langer Zeit, ob dies am Nahrungsmangel lag oder aber ob kulturelle und soziale Gründe eine Rolle spielten. Experten und Expertinnen aus Spanien haben jetzt endlich eine Antwort auf diese Frage parat und ihre Erkenntnisse sind wirklich mehr als gruselig. Klicks zum Science and Fiction, hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Das spanische Forschungsteam hatte Fossilien aus der Grandolina-Höhle nördlich der Stadt Burgos genauer analysiert. Diese stammen vom Homo antecessor, der vor rund 900.000 Jahren lebte. Die Bezeichnung bedeutet so viel wie Vorläufer des anatomisch modernen Menschen. Fest steht jedenfalls, dass Vertreter des Homo antecessors den gesamten Körper ihrer toten Mitmenschen verzehrt haben. Das spanische Forschungsteam entdeckte jetzt nämlich eindeutige Anzeichen für die kannibalistische Praxis. Dazu Jesus Rodriguez, einer der beteiligten Forscher. Die menschlichen Körper wurden gehäutet, ausgeweidet und entbeimt. Die Langknochen wurden zerbrochen, um an das Knochenmark zu gelangen. Zudem sind auf mehreren menschlichen und tierischen Überresten Bissspuren dokumentiert. Die Experten und Expertinnen gehen aufgrund der Muster der Schäden davon aus, dass unsere Vorfahren nicht nur die Rippenknochen ihrer Artgenossen angekaut und angelutscht haben, sondern den toten Körper mitsamt dem Gehirn und den Organen gegessen haben. Ein echt gruseliges Mahl, und das gehörte wohl vor knapp 1 Million Jahren zum Alltag dieser Frühmenschen. Doch warum genau? Fest steht bislang nur, dass der Kannibalismus zur Menschheitsgeschichte gehört und eine alte, weit verbreitete Praxis ist. Manche Fachleute gehen davon aus, dass dies an sozialen und kulturellen Gründen lag. Oder aßen sie sich ganz einfach gegenseitig auf, um ihren Kalorienbedarf zu decken? Dagegen aber spricht, dass diese Frühmenschen keinesfalls an Nahrungsmangel litten. Das verraten Tierknochen, die in derselben Fundschicht zahlreich vorhanden sind. Deswegen gehen die spanischen Fachleute nicht davon aus, dass unsere Vorfahren aufgrund von Hunger zu Menschenfressern wurden. Ihrer Berechnung zufolge hätten wohl 20 Gruppenangehörige 3 Monate lang allein durch die Tiere mit einer ausreichenden Essensmenge versorgt werden können. Zudem zeigt das Verhältnis der aufgespürten Menschenknochen zu Tierknochen, dass die Frühmenschen absichtlich andere Frühmenschen als ihr Essen auswählten. Und zwar aus einem Grund. Die jungen menschlichen Opfer waren die lohnendste Beute. Viel leichter zu erbeuten als Hirsche oder Nashörner. Zu diesem gruseligen Ergebnis kam das spanische Forschungsteam durch die Anwendung eines klassischen Beutewahlmodells auf die Knochenfunde von Grandolina. Demnach wählen Tiere oder Menschen eben die Beute, die zum einen die meiste Energie liefert und zum anderen mit dem kleinsten Aufwand zu erbeuten ist. Homo antecessor war also ein Kannibale, weil sich das am meisten lohnte. Geklärt ist damit aber noch nicht, wie die Opfer zu Tode kamen. Wurden sie bei Konflikten getötet und dann als Nahrung konsumiert, ähnlich wie bei Schimpansen? Oder wurden die Opfer einfach durch einen frühen natürlichen Tod zur Mahlzeit? Dazu heißt es in der Studie, die einfachste Erklärung könnte sein, dass diese Opfer zur gleichen Gruppe wie die Kannibalen gehörten und eines natürlichen Todes starben. Ethnografische Daten sprechen für diese Erklärung, denn demnach sterben bei Jäger- und Sammlervölkern bis zu 65% der Stammesangehörigen, bevor sie überhaupt das Erwachsenenalter erreichen. Höchstwahrscheinlich machte Homo antecessor also das Beste aus dem frühen Tod seiner Artgenossen und nutzte diese als zusätzliche Nahrung. Ist Planet der Affen realistisch? Und jetzt kommen die 3 A's. Anklicken, da drauf, anschauen und Astro Comics TV abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.